meine Art, wer hätte das von Dortmund erwartet? Let's go, man. The vibes. Dortmund ist da. Schade, dass Delzer nicht da ist. Shoutout an Delzer. Wir gehen rein. Auf jeden Fall wurde ich in Dortmund hops genommen. Ich habe einen Platzverweis bekommen, direkt am Phoenix. Zensur aber auf gutem Niveau, wie es aussieht gerade. Deswegen bin ich jetzt bei Phoenix West. Ich habe zwar Privatveranstaltungen gemacht, ohne eine Story anzukündigen. Deswegen bin ich gespannt auf Dortmund, weil ich auf Dortmund bin ich schon seit Monaten gespannt. Okay, ihr könnt schon. Ich muss sagen, in Dortmund war ich auch noch nie so richtig. Ich war einmal kurz in Dortmund, aber nicht so wirklich, Digga. Deswegen muss ich da auch irgendwann mal richtig hin, Digga. Dortmund muss man echt nicht hin. Ich war schon vielleicht. Nein, ich war da. Aber Phoenix, Digga, im Sommer war krass. Ja, ich habe so viele TikToks gesehen, wie voll das aber immer war. Aber es sind ja auch zu viele Leute, ja, Digga. Also, zu viele man muss gucken, Digga. Aufstellung sehen, oder? Fangen wir an. Ready? Gut, wir fangen an, weil ich habe ein bisschen Feuer. Bevor die Cops kommen, mich hops nehmen. So, bevor wir anfangen, checken wir einmal unsere Ladies ab. Bitte, kommt schon. Oh mein Gott. Guckt sie euch mal an, Alter. Einer hübsche wie die. Wow, Models sind am Start. Jetzt die Jungs. Digga, warum sind die Mädels immer so jung irgendwie, ja? Also, sie sehen so jung aus, Digga. Boah, Alter, krass. Oh mein Gott, Tupac ist auch am Start. Way, yo. Okay, na gut, wir gucken mal, Digga. Nein, das Video ist älter, der ist das. Ja, ja, das ist schon älter, das ist schon viel älter. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Semina, 18 Jahre alt. Wow. Woher kommst du? Aus Schwelm, ist in der Nähe von Wuppertal. Schwelm? Ja, kennen wir. Okay. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Ja. Abchecken. Check diesen Gigo einmal von oben bis unten ab. Jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ja, schon. Also er hat einen frischen Style, so. Ja? Ich mag's. Ein Jahr, Applaus bitte, komm. Sehr schön. Doch, die hat doch gesagt, hat die ja gesagt? Ja. Ach so. So macht man das, korrekt. Also ist er dein Typ? Ja, schon. Okay, gehen wir rüber, hören wir uns die Meinung von drüben an. Was geht ab, Gigo? Was geht? Stell dich vor. Ich bin Darren. Darren? Aaron. Gehört zu Aaron. Darren. Darren. Okay, Darren, yeah. Check sie mal von oben bis unten. I've been really trying, baby. Sieht ganz gut aus. Ja, was sagst du? Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Okay, ich glaube, da wird ein Date zustande kommen bei den beiden. Ist gut. Sehr schöne Augen und so. Oh, hey, wir haben ein Date. Brutal, Alter. Sehr schön. Da. Komm her, geh in eins weiter. Sehr gut. So muss Tinder anfangen. Stell dich mal vor. Ich heiße Michelle. Michelle? Ja. Woher? Ich komme aus Lünen. Was für ein Land? Michelle! Ich bin Polen, Griechen, ein bisschen Deutsche. Okay. Dann check ihn mal ab von oben. Die ist alles einfach, Digga. Ist auch gut. Hi. Bis unten. I've been really trying, baby. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Also, dafür, also eigentlich stehe ich nicht so wirklich auf, aber dafür, dass er einer ist, sieht er eigentlich ganz okay aus, muss ich sagen. Okay, also? Auch blaue Augen, das mag ich. Ja oder nein? Ja, kann man machen, würde ich machen, ja. Kann man machen? Okay, wir haben Dortmund ist da anscheinend, ne? Wenn ihr die Frauen kennenlernen wollt, anscheinend Dortmund ist chillig drauf, Digga. Geht? Schon mal ein Jahr, jetzt hören wir mal uns an, was er dazu sagt. Mal gucken, ob wir noch ein Date hinbekommen. Was geht ab, Gigo? Ich bin Barisch, 17 Jahre alt. Woher? Aus Remscheid. Bist du Türke? Kurde. Ah, okay. Check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. So, Barisch, sag uns mal, würdest du sie daten, ja, nein? Ja, schon. Das kann man machen für was Längeres oder einmalig? Eigentlich einmalig, ne? Kann man machen. Also ich würde nur, kann man machen, sagen, bei so einer einmaligen Aktion. Nicht, wenn es langfristig ist, Digga. Also. Aber langfristig kann man auch machen. Aber man sagt dann nicht, kann man machen, so. Kann man machen ist so noch so über okay so. Ne, unter okay so. So kann man machen. Weiß nicht so. Verstehst du? Für mich ist dann einfach okay. Das ist so Ach und Krach. Und ehrlich? Nicht so mein Typ, aber ich würde es trotzdem machen. Guck mal, wie süß die grinst, filmen sie mal. Ja, die schämt sich ein bisschen für das. Hey, wir haben einen zweiten Date, das ist unglaublich. Dortmund ist da! Ein zweiten Date. Okay. Gehen wir eins weiter, stell dich mal vor. Alina aus Essen. Alina. 19. Was für eine Landsfrau? Russin. Russin? Ja. Russin? Oh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, Alter. Hätte ich auch nicht. Alina, okay. Ja. Okay, check ihn mal ab von da sag ich doch gar nicht. Er ist auf jeden Fall 1,90. Meine Jacke ist krass, Alter.
So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten, ja, nein? Nein, aber der ist jetzt nicht hässlich so. Ey, das ist doch nicht schlimm, das ist doch nicht schlimm. Die haben alle Feuer gemacht. Ja, ey, Feuer gelegt, der Arme, Digga. Ja, scheiße. Die machen Fitner, Digga, ja. Willst du ihn nicht daten? Ist halt nicht mein Typ, ne? Ist ein bisschen jung. Ich bin ein bisschen älter als er. Okay, was gefällt dir nicht an ihm? Ich weiß nicht. Sein Style, seine Haare, sein Bärtchen. Deine Haare, dein Style, dein Bart. Die einfach alles, Digga, so. Nein, die Haare sind schön, aber zu lang. Ein bisschen kürzer. Okay, also ein Nein. Ein Nein. Hören wir uns die Meinung mal von drüben, Mann. So. Hi. Aleikum salam. Stell dich mal vor. Mohammed, mein Name. Mohammed? Ja. Woher kommst du? Ich komme aus Dortmund. Okay. Ja. Dortmund, der ist ein bisschen stabil drauf. Check's ihn mal ab, Mann. Ich riech das schon. Ah, also eigentlich ist die hübsch. Schreib mir doch. Der. Alina 19. Ali schreibt dir schon, mein Bruder. Ah, er macht das schon. Ali SKK, der macht das schon. Ah, Bärtchen ist schon krass. Ja, er macht das schon. Kannst du ihr Bauch auch filmen? Ja, wenn du Mutter bist, was machst du hier? Doch Mutter, Digga! Ja! Das ist doch das, was sie mögen, Digga. You know the vibes, man. Boller! Ja, Kai. Was hast du gesagt? Der ist nur so, weil der einen Kopf bekommen hat. Sonst wäre der niemals so. Der hätte mich um die Ecke genommen und ge. Das stimmt. Ja, das stimmt doch, Digga. Kann ich mir gut vorstellen. Oh. Und die steht ja mehr auf frische Bäuche, oder nicht? Ich dachte, flache Bäuche sind nicht schön. Ja. Aber nicht auf was, Säcke? Müllsäcke oder so. Der Bruder ist sauer, ja? Du hast 16 Jahre alt. Was bist du jetzt? Sei mal ehrlich. Du kommst aus Dortmund, du kommst aus Bochum, du kommst aus Bochum, der Wow, deswegen wollte ich zensiert werden, Lau. Digga, die hat Angst für mein Leben, Digga. Jetzt nein, die hat ihn ausgezogen, du bist 16. Ja, aber die hat auch Angst für mein Leben, Digga. Da hat die bedroht und so. Scheiße. Familie, du weißt. Bochum, Digga, Rückengeschichten. Die beiden kennen sich auf jeden Fall. Ja. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Das stimmt, ja. Du kommst aus Bochum, du sagst, du kommst aus Dortmund. Du bist 16 Jahre alt und der heißt doch Ufuk. Ja, aber warum sagt er aus Dortmund, wenn er aus Bochum kommt? Digga, weil Leute einfach lügen. Ach, warum? Ufuk, du bist 16 Jahre alt. Okay. Wo ist eigentlich deine Mutter? Im Knast, ne? Halt deine Sauer! Bruder, die eine, ihr Kind chillt zu Hause, die andere labert mich voll. Bruder, geht abnehmen, Walla, geht abnehmen. Am besten Low Carb geht, Walla. Ja, ey, ich bin doch dabei, Bruder. Chill doch mal ein bisschen. Du rufst mich doch an. Ein auf der war noch nie bei seiner Oma über Nacht. Ist doch normal, oder nicht? Vor allem, ich bin jugendlich. Ich kann doch mein Leben bisschen. Dort ist heiß, Digga. Ich hab's auch nicht. Was hast du gesagt? Gute Frage. Was hast du gesagt? Kauft euch alle Suchti. Der mit 16 hier, jetzt mal im Ernst mit 16. Ja, zeig mal. Hast du nicht gerade noch zu mir gesagt, heute bist du 19? Heute bist du 19? Sowas kennt man eigentlich nur von Mädels, so. Aber das Jungs, das waren, Digga, komisch. Heavy. Ja, wenn er so jung ist, ich glaube, also Jungs machen das ganz normal auch. Naja, lieber nicht machen, Jungs. Dankeschön. Walla, der denkt, der kann mich dann ich bestimmt noch. Medical Detective, stimmt das? Stimmt das? Bruder, weißt du was? Dass du 16 bist. Ich 16? Was denkst du, wie alt ich bin? Weiß ich ja nicht. Du hast gesagt, du bist 19. Auf jeden Fall keine 16. Was denkst du, wie alt ich bin, hat ihn schon verraten, würde ich mal so behaupten. Hol doch einfach Ausweis raus, Digga, Mann. Was denkst du, wie alt ich bin? Digga, vertraut mir, wenn jemand sagt, was schätzt du, wie alt ich bin, dann ist die Person meistens jünger, als man denkt, Digga. Also ich sag das immer und alle denken, ich bin älter. Ja, bei dir, Digga. Manchmal bin ich 18, manchmal bin ich 19, man weiß es nicht, Walla. Oder meinst du das ernst? Ist nur eine Frage. Bruder, was ist das für eine Frage, Alter? Ganz klar, nein. Doch? Ich steh nicht auf Walla. Walla, ich steh nicht auf Molly, aber nichts gegen dich, Walla. Ja, wenigstens hab ich einen fetten
Quatschen, aber okay. Ist gut. Was hast du gesagt? Walla, ich will dich. Was hat er gesagt? Was hast du gesagt? Okay, also absolutes No-Go. Wir gehen rüber zu den Mädels. So, jetzt darfst du, stell dich mal vor. Ich komme aus Essen, bin 17 Jahre alt. Check mal Tupac einmal von oben bis unten. So, Tupac, glaub? Weiß auch nicht. Der aller echte anscheinend. Der mit dieser Sarah von TikTok. Keine Ahnung. Jetzt sag uns, würdest du Tupac daten, ja oder nein? Würde ich bestimmt. Bestimmt? Wie alt bist du? 18. Würde ich machen. 18? Aber Walla, den würde ich auch sagen. Okay, aber noch kein Date. Also ja. Ja. Ist ja dein Typ. Ja. Stehst ganz du auf so welche? Du könntest vielleicht das Haarband abmachen, aber ich glaube, dann wird es besser aussehen. Aber was ist das denn? Okay, sehr schön. Korrekt. Gehen wir rüber. Sie hat ja gesagt. Stell dich mal vor. Ich bin Ali, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Remscheid. So, okay. Check du sie mal ab von oben bis unten. Ali, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Also ich würde so sagen, wenn ich Druck habe, ja, aber... Das ist auch schon abwertend, Digga. Also nichts gegen dich. Ich schwöre, nichts gegen dich. Ich schwör's dir. Das ist ganz nett gemeint hier. Aber an sich, du bist eine gute 6 von 10, bin ich ehrlich. Oder ist 6 von 10 bis nicht zu viel, Alter? Digga! 6 von 10. Weißt du, du rufst mich immer an. Ja, anscheinend jeder ruft die einfach an. Nein, die ist immer der gleiche. Ach so, ey. Oh, ey, jetzt sind wir alle gespannt. Digga, wenn die jetzt rausholen, der wird zittern. Aber ohne Rede. Er zittert gerade. Das war noch gut, ne? Was hat er gesagt? Sure, keine Ahnung. Walla, ganz normale Chats, man darf nicht mehr schreiben. Man darf nicht mehr schreiben. Guck mal, ich frag, also alles okay, ich frag, woher Nummer. Du hast gegeben, während du betrunken warst. Der hat sich zum Lass das sein mit betrunkenen Frauen klären. Nein, er hat die Nummer von irgendwo bekommen. Lass es das, er sagt, das war der Gier. Voll der Lügner, ja. Hä? Hey, aber beweis es doch! Zeig mir die Chats. Warte, ich lese, warte, ich fände das Zittern, ne, bei Gott. Ehrlich, ne, unter uns, als du getrunken hattest, hatte ich generell schon Druck, weißt du, war leicht angetrunken. Er hat sich zum Affen gemacht. Jetzt fängt's wieder an, die Leute sind auf Bullop. Er hat sich zum Affen gemacht. Digga, doch, ich hatte Druck. Ich wollte unbedingt mit dir in eine Ecke, dies, das, you know, du so, ne, meine Mama. Oh. Weh, Digga. Seit wann schreibt man so, ja? Also, guck mal, komm, was denn? Da bist du. Guck doch, was du geschrieben hast. Wolltest mit mir um Ecke, ne? Weil du Druck hattest. Aber ne? Du bist nur eine, die man kann. Ich hab doch gerade eben nicht gesagt, dass ich dich klär. Also würdest du sie denken? Wie gesagt, wenn ich Druck habe, ja, aber sonst nicht so. Ja oder nein? Nein. Nein. Nette Nein. Ja. Jetzt nein. Ja. Ja! Das ist doch jetzt auch Bluff, Digga! Ich hab ja gesagt, ich wollte nett sein. Was hältst du jetzt von ihm? Bisschen arrogant. Arrogant? Du kriegst von mir trotzdem ein Ja, weil ich Herz hab. Stark, stark. Ja, nein, ja! Dieses Bluff. Ja, nein, Digga, hör auf, Alter. Das Quatsch in Soße. Okay, stell dich vor. Hallo, ich bin Lisa. Das ist Kai, sein Typ. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Dortmund. Okay, Lisa, check mich mal an. Aber will die nicht daten, die reden gerade hier hinten. Ja, die klären doch. Really die ist hübsch. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Ich gebe dir ein nettes Nein, aber ich sag mal so, Charakter zählt mehr, also achte ich mehr auf Charakter anstatt auf Aussehen. Das ist gelogen, ne? Was war das jetzt? Also, auf einen Kaffee würde ich schon trinken gehen. Ja, ist doch cool, Digga. Vielleicht kann man sich da näher kennenlernen. Vielleicht wird es irgendwann mehr. So, ist doch entspannt. Haben wir jetzt ein Ja oder ein Nein? Ja, sagen wir ja. Ja? Ja. Okay, wir haben hier ein Ja. Stell dich vor. Ich bin Mohammed, 17 und komme aus Dortmund. Check sie mal ab von oben bis unten. Chill mal, Digga. Okay, jetzt sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Also, sie hat einen guten Style. Ich würde sie daten, ja, aber ich bin halt ein Jahr jünger. Also, auf Kaffee würde schon sein, ja. Ja? Süß. Dann haben wir von beiden Seiten ein Jahr, oder was? Ja. Du hast auch also, ja gesagt. Haben wir jetzt insgesamt. Also, ein Date eigentlich ja. Also, ja. Dann dreimal ja. So, sind wir schon bei der letzten. Stell dich vor.
Hi, ich bin Ronja und bin 18 Jahre bin 18 Jahre alt. Warte, ich spul zurück. Ja. Die schönste, okay. No cap. Sagst du? Die schönste? Hi, ich bin Ronja, bin 18 Jahre alt und komme aus Dortmund. Ronja? Ronja. Ronja, check ihn mal ab von oben bis unten. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ja, was, ich weiß nicht, was soll ich sagen? Ehrlich sein. Er sieht gut aus, so, ist okay, so, aber für mehr glaube ich nicht. Also so freundschaftlich, so, weißt du? Ja oder nein? Ja. Machen wir freundschaftliches Nein. Nein. F an wir sind doch nicht mal Freunde, Leute. Frau freundschaftlich, Digga. Nein. Okay. Komm her. Stell dich vor, John Broke. Bruder, ich bin Kemal Can, bin 21 Jahre alt, komme aus Wanne-Eickel. Du hörst dich sehr so mit Feuer an, warum? Bruder, ich bin geladen. Oh. Check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Kemal, sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein. Bruder, ich kenne Ronja, wir hatten vor ein paar Jahren Kontakt. Sie ist hübsch, hat einen guten Fick, also gutes Dings, Style, aber auch nein. Ich stehe so eher auf Türken oder Marokkanerin, so ein bisschen braun gebrannt und so. Papa Locke! Also auch auf Gold, nein, also ist nicht mein Geschmack, also raus kann man gehen. Hast du jetzt ja gesagt? Nein, Bruder. Nein. Woher? Dortmund, was geht ab? Ja, genau. Also Dortmund auf jeden Fall ein bisschen auch anders, ne? Dortmund, Digga, speziell. Aber es war ein sehr cooles. Der hat dem Video gefehlt, sag ich dir ehrlich. Ich fand, das war ein sehr cooles Tinder. Alter. Ja, war entspannt, Digga. Mega war cool, Digga. Da die eine. Eigentlich war die Zensierung mal on point von Pumpen, Digga. Jo, eigentlich hat die Zensierung gut. Digga, ist auf jeden Fall heiß, ja. War cool, Digga.